Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es mal um den Kiefernadel-Tee. Kiefernadel-Tee, ja, was will der denn jetzt von uns? Der Kiefernadeln-Tee, die ätherischen Öle, die verschiedenen Harze, die verschiedenen Bestandteile in der Kiefernadel sind seit vielen hunderten von Jahren bekannt als Heilmittel für unterschiedlichste Symptome. Das kann einfach eine Depression sein oder eine verschlechterte Stimmung, Energielosigkeit, aber auch Sachen wie Entzündungen, die im Körper sind, Verdauungsprobleme, die man im Körper hat. Und nicht zuletzt Infektionen wie Atemwegserkrankungen, gerade im Bereich der oberen Atemwege. Diese ganzen Dinge werden mit Kiefernadeln-Tee sehr, sehr gut behandelt. Wir lieben diesen Tee, wir lieben diese Möglichkeit der Anwendung, gerade im Bereich von viralen Infektionen, weil was ganz typisch ist für Viren, ist ja, dass sie sich teilen. Das heißt, sie machen eine Teilung und man kann diese Art von Teilungen der Viren und von Mehrung der Viren unterbrechen durch die Stoffe, die sich in der Kiefernadel befinden. Das ist vor allen Dingen die Shikimisäure und das ist Suramin. Und diese zwei Stoffe sind auch in der Schulmedizin schon bekannt und werden verarbeitet und sind aber in ihrem natürlichen Gefüge in der Nadel mit den ganzen Phytonährstoffen noch dabei optimal. Und das lässt sich sehr, sehr gut anwenden, wenn man einen Anflug hat von einem Virus oder mit Menschen zusammen ist, die mit Virus oder Virusbestandteilen irgendwie zu tun haben. Dann kann man mit diesem Tee sich selber gut schützen und gleichzeitig natürlich auch es anwenden, um wieder in die Heilung zu kommen. Es unterstützt sehr, sehr stark den Körper. Es ist noch reich an Vitamin C. Auch das ist natürlich wertvoll, gerade im Bereich, wenn es darum geht, Dinge als Antioxidant zu dienen. Der Kiefernadel-Tee gilt als eins der stärksten Antioxidantien, die wir überhaupt haben auf der Welt. Und das ist natürlich kolossal. Okay. Wichtig ist die Zubereitung, wenn ihr Kiefernadeln-Tee machen wollt, verwechselt bloß den Kiefer nicht mit der Eibe. Guckt euch bitte Bilder an von der Eibe, dass ihr genau wisst, dass ihr echt eine Kiefer erwischt habt. Und dann ist es so, dass ihr einfach Nadeln pflückt. Ihr braucht so für einen Tee, für eine Tasse ungefähr 2 Teelöffel geschnittene Nadeln. Die müssen nicht atomisiert werden, die Nadeln. Es reicht, wenn ihr sie grob schneidet, so in so 1-2 cm großen Stücken. Also man muss sich da nicht mords viel Arbeit machen. Und sie sollten frisch sein. Das ist am besten, weil dann die ganzen ätherischen Öle alle noch enthalten sind. Und dann ist es so, wenn ihr das zubereitet, dass ihr natürlich Wasser heiß macht, kocht und dann wieder abkühlen lasst, sodass ihr es noch so gerade im Finger reinhalten könnt. Weil wenn es 100 Grad hat, zerstört es die ganzen guten, wertvollen Stoffe in der Kiefernadel. Aber so ab 80 Grad geht es. Dann bleibt das alles erhalten, wird aus der Nadel rausgezogen, geht über ins Wasser und dann könnt ihr das genießen. Wem der Geschmack nicht so mundet, man kann das Ganze natürlich dann entsprechend noch verfeinern mit Zitronensaft oder ein bisschen Honig oder solchen Dingen, was ihr halt mögt, damit es lecker wird. Und davon dann am Tag, je nachdem wie ihr belastet seid, 2 bis 3 Tassen. Und das ist optimal. Wenn ihr jetzt also in einem Büro arbeitet, wo ganz viele Menschen gerade irgendwie ein Virus haben oder Virusbestandteile ausatmen, dann ist es sinnvoll, dass ihr mit diesem Tee durchaus euch schützt und das ruhig 2-3 Tassen am Tag oder sogar mehr trinkt. Das hilft, dass ihr geschützt seid. Gut, in dem Sinne, liebe Grüße und guten Appetit auf den Tee. Matthias von die Praxis Family. Ciao.